ist mir zu doof mit Eiden. Blöde Kuh, Alter. Ne? Ich will nur ein Date und romantisch ficken, ne? Und dann sowas. So, man nehme die Auflaufform, schiebt da Hühnchen rein und alles andere und tada. Ein bisschen Redstone, ne? Und schon ist unser Schicken aller Minecraft fertig. Da sind wir wieder bei Bayon, tu's hol's. Und wir starten jetzt endlich das Motorrad. Warum standen da jetzt alle vier? Wahrscheinlich die Geister. Trennung. Es ist wieder wahrscheinlich in der... Nach dem Kondensator ist das. Aber vor der CIA, okay. Bereit? Ja. Cole? Okay, ich nehme auf. Konzentrier dich jetzt, Jody. Du musst mir sagen, ob du etwas Bestimmtes spürst bei einem dieser Objekte. Bei dem Bild. Nee, oder auch nicht. Bei dem Talisman? Ah, nee, was hab ich jetzt? Kannst du was sehen, Aiden? Schön. Mach's auf. Jody, alles okay? Ja, mir fehlt nichts. Konntest du was sehen? Erzählen. Laura. Ja? Nathan? Okay, ich sag's ihm. Nathan, jemand namens Ryan Clayton will dich sehen. Er sagt, du weißt, worum es geht. Ja. Ich bin gleich wieder da. Okay. Nehmen wir das Ding erstmal ab. Das mag ich nicht. Sie sieht aber cool aus als Teenager, muss ich sagen. Und trinken. Naja, das macht mich an. Stellen wir jetzt mal wieder zurück. Genug getrunken. Lieber Kohl, na? Ich chill hier. Na gut, wir stehen wieder auf. Ist mir zu blöd. Ist mir zu langweilig, du. Opa steht da. Hausaufgaben. Ich hoffe, es wird nicht so spät. Ich habe tonnenweise Hausaufgaben auf. Nathan beschwert sich über jede schlechte Note, aber er behält mich immer hier, wenn ich eigentlich lernen sollte. Diese Diskussion führst du bitte mit ihm, Prinzessin. Hungrig. Ich hab so einen Hunger. Man ist in Pause. Ja, ich habe auch Hunger. Wir müssen mit Nathan mal irgendwo anders hin. Irgendwas Feines. Ständig dieser Cafeteria-Fraß.
Besucher. Weißt du, wer der Kerl ist, der Typ bei Nathan? Keine Ahnung. Lange. Dauert das noch lange? Ganz ruhig, Prinzessin. Er kommt gleich wieder. Und nochmal Nathan. Ich finde, Nathan macht... Ich weiß nicht, also... Er ist in letzter Zeit seltsam drauf. Er versucht gerade, Geld für das Labor zu bekommen. Vielleicht macht er sich Sorgen. Du weißt, wie er ist. Na gut, dann gehe ich jetzt. Ich gehe mal anschaffen. Hey, wo gehst du hin? Warte doch auf Nathan. Was ist denn los, Nathan? Ist was passiert? Jody, das ist Ryan Clayton von der CIA. Die Agency will dich als Teil ihres militärischen Schulungsprogramms in Camp Peary. Ryan wird sich ab jetzt um dich kümmern, Jody. Du musst mitgehen, Kleines. Heute. Warum? Das verstehe ich nicht. Warum ich? Unsere Einheit hier. Wir unterstehen auch der CIA. Sie haben deinen Fall verfolgt, seitdem du hier bist. Sie wissen, wozu du und Aiden fähig sind. Entschlossen. Ich bin kein Kind mehr. Ich bin fähig, allein zu entscheiden. Niemand kann mich zwingen zu gehen. Es ist schwierig, aber du musst das verstehen. Das ist eine großartige Gelegenheit für dich. Zynisch. Oh, und das war's, ja? Du machst die Pläne und ich mache hier einen auf schön brav und ordne mich unter? Scheiße, hören Sie, Miss Holmes. Ich habe keine Zeit für Ihren lächerlichen, kindischen Blödsinn, okay? Sie können Gift verspritzen, wie Sie wollen, aber Sie werden machen, was man Ihnen sagt. Wütend. Jody, stopp, und zwar sofort. Ich hole schnell mein Zeug. Nur das Nötigste. Alles andere ist in Camp Perry. Ist doch Kacke. Finde ich jetzt richtig doof von denen. Hier ist noch Pizza, liegt hier noch. Als ob ich den hier lasse. Den Stoffhasen will ich natürlich mitnehmen, ist ja logisch. Mir tut Jody richtig leid. Na gut, dann gehen wir gleich mal langsam.
Okay, wir gehen dann jetzt auch raus. Hauptsache, wir haben einen Stoffhasen mit. Oder auch nicht? Hast du noch was vergessen? Oh ja, da war ich gar nicht dran. Okay, jetzt haben wir alles. Oh, mir tut sie so leid. Gehen. Prinzessin? Ich komme dich besuchen, sobald ich kann. Ich lasse dich nicht im Stich. Das weißt du, oder? Ich werde immer für dich da sein. Wir müssen los. Er ist halt ihr Vater, so wie sie ihn noch keinen hatte. Das ist für sie die beiden Väter quasi, nur er mehr, glaube ich. Das muss sehr grausam für die sein, so ein bisschen. Abendessen. Das ist ohne Witz, das ist voll traurig gerade. Das ist noch vorher gejagt, aber nach der CIA, okay. Ja? Jody. Hey, hier ist Ryan. Ryan? Hast du meine E-Mail bekommen? Welche E-Mail? Die von vor 3 Tagen. Also ich habe gerade Probleme mit meinem Computer. Was stand in der Mail? Essen. Heute schickes Restaurant. Naja, heute ist es zu spät dafür. Vielleicht ein andermal? Scheiße, tut mir echt leid. Ich. Warum kommst du nicht einfach nachher zu mir zum Essen? Du wolltest doch sowieso mein Apartment mal sehen, also. Klar, aber. Wie wer es so macht? Okay, ja, ich bring uns einen super Wein mit. Bis später. Ich weiß, du warst das mit meinem Computer. Dir ging's um diese Mail von Ryan. Das geht dich nichts an, Aiden! Ich kann tun, was ich will. Verdammt! Verdammt! Wir fangen das nicht wieder an! Ich gehöre nicht dir, Aiden! Ich kann Beziehungen haben, mit wem auch immer ich will! Das ist mein Leben! Hörst du mich, verflucht nochmal? Das ist mein Leben! Weißt du was? Zufällig finde ich Ryan echt gut! Er ist charmant, er ist intelligent, er ist witzig! Und ich glaube, ich habe mich verliebt. Ja,
Ja, doch. Ich weiß, was damals passiert ist in der Bar. Vielen Dank, dass du mich daran erinnert hast. Ryan ist nicht so ein Kerl. Okay. Okay. Es ist 7 Uhr. Ich habe eine Stunde und mach Dinner, räum hier auf und mach mich noch hübsch. Ja, fürs Taxi ist. Nein, okay. Also, nimmst du den Müll weg. Bücher. Okay, ins Bücherregal. Nein, in den Mülleimer. Na gut, dann halt in den Bücherregal. Oh, ich bin vorbeigelaufen. Okay, toll. Dreckwäsche in den Korb im Badezimmer. Wo weiß ich, wo dein Badezimmer ist? Okay, da. Okay, Moment, ganz ruhig. Wir müssen das alles logisch angehen. Da war das. Was hast du denn da für eine Konsole? Das ist noch mehr Müll. Mann, Aiden, jetzt sei doch nicht so ein Arsch. Naja, die Pizza ist doch sicher noch gut. Okay, doch nicht. Genau, den Abfall in die Küche. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das Dinner. Da ist bestimmt noch irgendwas in der Küche. Was ist das? Oh. Noch mehr. Warum trinkst du es dann? So. Ich muss etwas finden, das höchstens eine Stunde dauert, mit den Resten aus dem Kühlschrank. Asia-Pfanne. Das sieht gut aus. Und es ist nicht zu kompliziert. Na, was haben wir denn noch? Curryhühnchen mit überbackenem Gemüse. Das muss etwas länger in den Ofen, aber... aber klingt machbar. Nee, wir blättern weiter. Pizza-Lieferung. Ich meine, nicht direkt was für Gourmets, aber kein Vorbereiten, kein Abwaschen. Klingt doch ganz gut. Du machst gefälligst das Los. Curry. Ja, Hühnchencurry. Was Leckeres zum Wohlfühlen. Ja, das wird ihm gefallen. Ich meine, solange ich es nicht voll verbocke. Ich habe nämlich voll Bock auf Hähnchencurry, Alter. So, wie machen wir das jetzt am besten? Okay. Sie ist auch verwirrt und denkt sich so, okay. Und eine Zwiebel. Nicht wein. Wir hassen dich, Zwiebel. Hä? Okay, ich hab's verstanden. Soweit, so gut. Gucken wir nochmal das Kochbuch. Können wir das?
tiefe Auflaufform. Ah, wir sind zu klein und brauchen einen Stuhl. Wie schwul. Ich bin zu doof. Oh Mist. Mist, er ist zu früh. Ich komme. Ich habe keine Hose an. Wo ist eine Hose? Ich muss noch fertig kochen. Und eine Hose anziehen. Ich muss mich beeilen, sonst gibt's kein Essen. Das war mir klar. Ganz toll, Aiden. Okay, du hast mich. Jetzt öffne die Tür. Oh, Aiden. Aiden! Aiden, komm schon, mach auf! Spielchen spielen? Das kann ich auch. Okay. Das war unfair von Aiden. Weißt du, du verschwendest deine Zeit, Aiden. Ich habe heute trotzdem ein Date mit Ryan. Wie Aiden unbedingt verhindern will, dass ich ein Date habe. So, trotzdem brauche ich immer noch mein Kochzeug. Wo ist nochmal die Küche? Ah, hier. Jetzt aber. Jetzt hol ich aber die Auflaufform hier. Ist mir zu doof mit Aiden. Blöde Kuh, Alter. Ne? Ich will nur ein Date. Und romantisch ficken, ja, und dann sowas. So, man nehme die Auflaufform, schiebt da Hühnchen rein und alles andere und tada. Ein bisschen Redstone, ne? Und schon ist unser Schicken à la Minecraft fertig. Ein bisschen mehr Curry, ne? Nein, aus. Tja. Dann mal ab in den Ofen. Nein, ich will noch ins Kochbuch gucken. Da fehlt Salz und Ingwer. Ist doch scheiße, ehrlich. Doofes Spiel. Doofes Spiel. Hätte ich das gewusst, ne? Ohne Scheiß jetzt. Oh. Ist doch doof. Das regt mich gerade richtig auf. Jetzt versaut sie das Essen. Was soll ich jetzt tun? Da fehlt Gläser, du Spast. Das sieht für mich nicht aus wie ein Glas, sondern wie eine Kerze, du dumme Pute. Ja, trinken braucht ihr ja nix, ne? Oh, aha. Ja, das ist sehr witzig, Aiden. Und nochmal.
Wow, das ist sehr romantisch. Nicht. Dann fehlen dir die Gläser. Du hörst mir nicht zu. Egal, dann trinkt er halt nix. Wollte sie sich nicht hübsch machen? Da kann ich nicht rein. Vielleicht kommt wieder ein, pass auf. Mann, hast du viel am Spiegel gemacht, ne? Noch über eine halbe Stunde. Finde ich gut. Schon viel romantischer mit dem Licht an. Romantisch. Ne, mach mir mal Lounge. Mach mir Jazz. Mach wieder romantisch. Für ein bisschen ficky ficky. Nein, okay. Okay, die Gläser haben wir. Ich habe immer noch keine Hose an. Würde ich mal so gesagt haben. Dreh dich. Na gut, na gut. Können wir noch irgendwas wegräumen oder was möchte das Spiel gerne von mir? Fällt, dass ich meine Hose anziehe? Ganz cool, Jody. Okay, jetzt komm runter. Kein Grund zur Panik. Du wirst das schon schaffen. Okay, genug gepennt. Jetzt wäre cool, wenn du eine Hose anziehst. Möchte sie aber anscheinend nirgendwo. Ja, pipi, pakaka, pupu musst du auch nicht. Ich bin ja kein Experte, aber macht man nicht vorher die Haare auf? Wir wollen doch nur dich nackt sehen. Und sauber machen. Oh yeah. Mm. Ah, blöde BHs, Alter. So kannst du bleiben.
Steht was an der... Verdammt! Moment noch, ich komme! Kleidung? Nein? Ich bin verwirrt. Ich muss mich umziehen. Ach, das ist dein Kleiderschrank. Ja, ich bin so, wie ich bin. Ich meine, was soll es bringen, mich dem Kerl gleich an den Hals zu werfen? Lass gut sein und gib auf, Aiden. Okay? Das Date wird stattfinden. Basta. Ich habe keine Socken an. Aiden, benimm dich bitte. Das hier bedeutet mir was. Ich verlasse mich auf dich. Hey. Chateau Margaux 2001. Der Verkäufer sagt, das war ein hervorragendes Jahr. Das klingt doch nicht übel. Setz dich doch hin. Ich hol das Ding für die Weinflasche. Oh Mann, Mädchen. Cooles Apartment. Huh? Ja, danke. Oh, Aiden, du Spaß. Verfluchte Scheiße. Jetzt aber. Ich habe jetzt tatsächlich Laser. Wow. Ich habe keine Socken an. Soll ich sie aufmachen? Nein, nein, ich mach schon. Okay. Tada! Ich schenke Wein ein. Danke. Auf dein neues Apartment. Auf mein neues Apartment. Auf dein neues Apartment. Wann bist du eingezogen? Oh, vor ein paar Wochen. Ja, die Agency hat sie mir besorgt, voll möbliert und das ist eigentlich das erste Mal, dass ich eine Wohnung habe. Was ist mit dir? Wo wohnst du? Oh, ich habe ein Haus, etwas außerhalb. Ja, klein, aber ich habe einen Garten und es ist ruhig. Und stammst du von hier? Nein, ich stamme aus Oregon. Meine Eltern und mein Bruder sind immer noch dort. Aber ja, soll ich den Fernseher anmachen? 16. 16? Obwohl, das bedeutet ihr wirklich viel. Bist du zu Hause rausgeflogen oder sowas? Es war ziemlich chaotisch daheim. Mein Stiefvater verprügelte mich, wenn er mal wieder zu viel Intus hatte. Und ich wollte lieber ausziehen, bevor einer von uns zu weit geht. Ich sollte mal nach dem Essen sehen, weil
Diese Kochsache ist eine völlig neue Erfahrung für mich. Brauchst du Hilfe? Nein, setz dich ruhig schon und mehr Wein wäre schön. Okay. Riecht gut. Das ist Hühnchencurry mit überbackenem Gemüse. Das sollte es zumindest sein. Also. Ich find's toll, dass du kochst. Das ist gut. Ist eh falsch gewürzt, doofes Spiel. Das ist gut. Gut. Freut mich, dass es dir schmeckt. Wie lange arbeiten wir jetzt zusammen? Seit fast 2 Jahren und ich weiß fast nichts über dich. Ich meine, da gibt's nicht viel zu sagen. Ha! Ich wohnte mit meinen Eltern auf dem DPA Campus. Und dann war Nathan für mich da. Tja, ich meine, den Rest kennst du nicht. Ich glaube, ich ärgere dich mal nicht. Deine Eltern, hast du noch Kontakt? Nein. Nein, gar nicht. Ich glaube, sie hatten eine Todesangst, weil ich so anders war. Also, Nathan und Cole waren immer für mich da, mehr oder weniger. Sie haben mir geholfen mit Aiden, wie ich mich akzeptiere, wie ich bin. Ich meine, es war nicht immer einfach, aber ich mache Fortschritte. Entschuldigung. Also, ist er jetzt hier und hört uns zu? Ja. Ja, er verlässt mich nie. Und was ist mit dir? Hast du Familie hier? Nein, meine Eltern sind noch in Oregon. Ich lass sie jetzt mal reden, ich will nett sein. Möglich. Und bist du verheiratet oder sowas in der Art? Nein. Ja, ich meine, ich war's. Ja, meine Ex-Frau und ich sind geschieden seit 2 Jahren. Und es ging nicht gut. Ich meine, am Ende war es, es gab gute Zeiten, aber es war wohl besser, getrennte Wege zu gehen. Und du? Hast du jemanden? Ich hab Aiden, also. Ich meine, aus unserer Welt. Naja, Aiden kann das. Er hat die Leute immer vertrieben. Oder es liegt einfach doch an mir. Vielleicht bin ich zu anders, um für jemanden interessant zu sein. Du bist toll, Jody. Aiden hat nichts damit zu tun. Küssen! Nicht. Oh, stopp. Jody, was ist los? Tut mir leid, es ist nicht deine Schuld. Es gibt Dinge, die mich verfolgen. Ist okay. Tut mir leid. Ist okay. Tut mir leid. Ich werde lieber gehen. Na toll.
Nachtsitzung. Ne? Kein Ficky-Ficky jetzt, ne? Alles scheiße, ehrlich. Mann. Ich dachte, es kommt so ein interaktiver Porno, wo ich so mit den Joysticks steuern muss und ficken Quicktime-Event. Ne? Nix. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann und hallo, meine Freunde.